was wir als nächstes noch so let's playen sollen. Und wie euch natürlich auch der Kanal gefällt. So, diese Pflanze heißt Chomper. Es ist wie eine fleischfressende Pflanze und es verschlingt die Zombies, wenn sie ein Kästchen vor der Pflanze sind. Hier sieht man schon den Bughead-Zombie, der ist noch besser als der Conehead-Zombie. So, die Sunflower ist das Wichtigste, was ihr mitnehmen solltet. Nehmen wir den Jumper, Snoopy und Potato Man. Und immer schön ordnen. Let's rock! Und man fängt immer mit 50 Sonnenenergie an. Sunflower. Und am Anfang laden die meisten Pflanzen auch noch, bis man sie verwenden kann. So. Jetzt muss ich mal auf den Jumper sparen, damit ihr auch seht, wie der funktioniert. Jetzt sind wir bald bei Level 1.10, beim Endlevel. Das wird hoffentlich einmal schwer, damit ich mich auch gefordert fühle. Den Zombie hätte ich jetzt fast übersehen. Ja, ich weiß, dass ich noch nicht so gut bin beim Let's Playen, da es unser erstes Let's Play ist. Potato Mine. Ihr könnt ja auch in die Kommentare schreiben, was wir besser machen könnten. So, das geht auch noch, dass wir genau in den Kästchen, wo er steht, hier ein Chomper, der frisst den Zombie, braucht aber eine Zeit zum Verdauen. Danach kann er natürlich wieder Zombies fressen. Snoopy. Sonne. Also ich persönlich benutze den Jumper meistens nicht. Oder die Potato Mine. Schon wieder die Final Wave.
Ja, hier sieht man, der Jumper kann jetzt wieder einen Zombie fressen, was nichts bringt, weil keiner mehr kommt. Tollnut. Nicht Tollnut, Walnut. Nee. Ja, das ist jetzt lustig. Mal Tollnut. Ja, das war jetzt knapp. Da müsst ihr mit allen Mitteln einfach den Zombie aufhalten, so lange wie es geht. Aber wenn es schon die letzten Zombies sind, ist es ja auch egal, wenn ihr bis zum Rasenmäher kommt. So, das ist ein Repeater, der schießt zwei Peas auf einmal. Das ist ein Upgrade von den Pea-Shooter. Der schießt dann gleich zwei auf einmal. Es ist genauso wie wenn du zwei Pea-Shooter hättest. Ready, set, plant. Die Schaufel wird man wahrscheinlich fast nie brauchen. Vielleicht schaffen wir gleich, dass wir einen Repeater hinstellen können. Noch 50 Sonnen. Ich schieße gleich zwei. Geht deutlich schneller. Dann gibt es auch noch einen P-Shooter, der drei auf einmal schießt. Der kommt aber viel später noch. Dieses Level hat jetzt wieder zwei Waves. Darum wird es auch wieder ein bisschen länger dauern. So, da. Natürlich muss es immer symmetrisch sein und nicht popetrisch. Sonne, wo bleibst du? Kommen wir nach dem Level, ist schon das Level Finale. Das wird sicher lustig. Sonne. Ich weiß gar nicht, was bei Level 2.1 dann kommt, weil ich es schon so lange nicht mehr gespielt habe. Jetzt kommt gleich eine Wave. Ich weiß nicht, ob die Zombies mit der Fahne
besser sind als die normalen. Das weiß ich jetzt nicht auswendig. So, wenn ihr ein Bucket Zombies oder Zombies seht, ist es sehr empfehlenswert, einen Snoopy zu nehmen. Dadurch wird er sehr langsam und man hat mehr Zeit, ihn zu erledigen. Repeater. Jetzt sterben die Zombies schon vor der Pflanze, das ist sehr gut. So. Das kann jetzt ein bisschen kritisch werden. Oder wir nehmen einfach einen Snoopy. Zombies schreien immer Brains. Jetzt dürfte schon wieder das Level-Finale. Nicht Level, sondern ja, das Finale einfach.